eben noch mal kurz anhalten am Feld weg, um mal zu trinken. Hier nochmal ein Video. Ich habe das Problem gehabt, dass ich scheinbar hier mit dem Aktivkohlefilter, aus dem Aktivkohlefilter ist hier dann immer Sprit ausgetreten. Kommt von der Tankentlüftung bei Euro 4, entlüftet die halt nicht mehr in die Umgebung. Wird praktisch, eigentlich soll das ja nur Dämpfe sein, hier reingeführt, durch ein Ventil geschaltet. Kann er sich Nebenluft ziehen, da drin ist Aktivkohle und dann eben ja, die Abgas- ja, oder die Benzindämpfe zu filtern. Jetzt kann es sein, dass dadurch, dass der einmal vollgelaufen ist, wahrscheinlich durch eine zu fette Abstimmung, jetzt da drin, dass die Aktivkohle verklebt ist, habe ich mir zumindest so angelesen. Ich habe jetzt hier einen neuen Filter besorgt. Er sitzt hier unten. Ich habe den alten jetzt schon losgemacht. Ich lasse jetzt mal ein Ventil dran. Zwei Schrauben einfach. Und dann tausche ich das jetzt aus. Das ist jetzt der alte Filter. Und ich schaue mal, ob man es hören kann. Es rieselt da drin. Also da scheint auf jeden Fall was nicht mehr in Ordnung zu sein. Die Grundplatte war die gleiche. Das ist der Typ, der scheint für verschiedene Generationen der gleiche zu sein und Modelle. Dann schaue ich mal, ob das jetzt mit dem neuen Filter besser ist.